Genau die gleiche wie über Christentum und Judentum, Buddhismus und alle anderen Religionen auch. Hat seine Vorteile, seine Nachteile, jedem das, was er möchte. Ich würde sagen, einerseits wegen der ganzen Flüchtlingswelle, dass es jetzt einfach Thema geworden ist, weil es ja viele Muslime unter anderem sind. Und der Hintergedanke dabei ist, dass es eine fremde Religion ist. Hier sind nun mal zur Mehrheit Christen. Das ist was ganz Neues, was ganz Fremdes, war nie so groß Sprache. Man kam nie so richtig zur Sprache vorher und jetzt ist es auf einmal und ganz groß und ganz viele Menschen. Und da es ganz fern von dieser Kultur, von der deutschen Kultur ist, es glaube ich sehr viel Unwissenheit und Angst einfach vor dem Fremden. Das vermute ich. Wirklich nicht die Frage verstanden, aber Terrorist hat jetzt für mich jetzt irgendwie nicht so mit Religion zu tun. Ich meine, ob ich jetzt, für mich ist es eher, bin ich ein guter Mensch, bin ich ein schlechter Mensch, kann ich das für mich selber, für mich verantworten, ein Menschenleben auszulöschen oder nicht, weil es hat jetzt mit mir nicht so viel mit Religion zu tun. Das ist auch so eine Menschlichkeit. Wie gehe ich mit einem anderen Menschenleben um? Fühle ich mich so gefährdet, dass ich denke, ich muss das jetzt machen? Wie bin ich groß gewachsen? Wie bin ich erzogen worden? Ich finde nicht, dass irgendein Mensch wegen irgendeiner Religion oder irgendeiner Nationalität ein Terrorist ist. Das ist egal. Das ist einfach ein für mich teilweise auch kranker Mensch, der irgendwie das verantworten kann, so viele Menschen umzubringen. Jetzt ist es für mich kein normaler Mensch mit einer normalen Erziehung oder sonst irgendwie. Da ist irgendwie was nicht in Ordnung. Und ich denke da gar nicht dran, was das jetzt für eine Nationalität ist. Es ist einfach nur furchtbar. Und ich habe jetzt da auch deswegen keine Angst vor irgendwelchen Nationen. Ich glaube, auf der ganzen Welt passieren mehrere Terroranschläge in manchen Ländern, wo Kriegssituation ist, täglich. Aber es wird nicht darüber berichtet. Und das ist dann Alltag. Und jeder weiß es, aber es wird nicht drüber gesprochen. Es ist normalisiert. Hier hingegen, da es nie passiert, wird es dann so aufgebauscht. Und da kommt wieder die Angst. Es ist alles neu und das kommt jetzt. Und ich glaube, das ist so eine große Angstsache, auch womit man dann das mit der Kultur oder mit der Religion gleich verbindet.